Franz Beckenbauer, 78, galt in den frühen Jahren seiner Karriere als Frauenheld. Zweimal war er verheiratet, bis er in seiner dritten Ehefrau Heidi schließlich die ganz große Liebe fand. Die wichtigsten Infos über das Liebesleben des Kaisers hier. Franz Beckenbauer. Sein bewegtes Liebesleben. Franz Beckenbauer, 78, gehört zu den erfolgreichsten Fußballstars aller Zeiten. Doch der frühere Fußballspieler, Trainer und Funktionär war nicht nur im Sport erfolgreich, sondern galt auch als Frauenheld. Insgesamt war der Kaiser dreimal verheiratet und hatte zahlreiche Affären, nicht alle davon blieben ohne Folgen. Besonders bei blonden Frauen wurde Franz Beckenbauer immer wieder schwach. Hier erfährst du alles über sein turbulentes Liebesleben, das vor allem bis zur Jahrhundertwende regelmäßig in den Fokus der Öffentlichkeit geriet. Das waren seine Ex-Frauen. In den früheren Jahren sorgte Franz Beckenbauer nicht nur mit seinem Talent am Ball für Schlagzeilen, sondern auch mit seinen wechselnden Partnerinnen. In seiner kurzen Romanze mit der Versicherungsangestellten Ingrid Grönke ging sein erstes Kind hervor, ein Sohn. '66 schritt der Fußballstar schließlich erstmals vor den Traualtar. Seine Ehe mit Brigitte Beckenbauer, geboren Wittmann, hielt bis 1990 und brachte zwei Söhne hervor, die 1969 und 1968 auf die Welt kamen. Der jüngere Sohn Stefan trat in die Fußstapfen seines berühmten Vaters und war ebenfalls als Profifußballer tätig. '15 machte die traurige Nachricht über seinen Tod die Runde. Stefan Beckenbauer starb mit gerade einmal 46 Jahren an einem Hirntumor. Ein Schicksalsschlag, der Franz Beckenbauer in ein tiefes Loch stürzte. Während der Ehe soll der Kaiser eine Affäre mit der Sportfotografin Diana Sandmann gehabt haben. Die beiden lebten zeitweise zusammen in New York, ehe er DFB-Sekretärin Sibylle Weimar kennenlernte, mit der er von 1990 bis 2004 verheiratet war. Heidi Beckenbauer war die große Liebe des Kaisers. Seine große Liebe fand der fünffache Vater jedoch in Heidrun Heidi Burmeister, mit der Ende der 90er eine Affäre hatte und die schließlich zum Scheitern seiner zweiten Ehe führte, obwohl Franz Beckenbauer im Jahr 2000 noch beteuerte: „Ich habe mich mit meiner Frau Sibylle ausgesprochen." Unsere Ehe ist stark. Und wir werden zusammenbleiben. Der Fußballstar hörte jedoch auf sein Herz und heiratete seine dritte Ehefrau 2006 zunächst ganz heimlich. Wenig später folgte dann die große Hochzeitsfeier im Luxushotel Stanglwirt am Wilden Kaiser in Österreich. Im Jahr 2000, als Franz Beckenbauer noch mit Ehefrau Nummer 2 Sibylle verheiratet war, wurde ihr gemeinsamer Sohn Joel geboren, drei Jahre später folgte Tochter Francesca. Ein Wunschkind, wie Franz Beckenbauer, der zu dieser Zeit Präsident beim FC Bayern München war, damals erzählt. Vor allem zu seinen jüngst geborenen Kindern pflegte Franz Beckenbauer bis zuletzt ein besonders inniges Verhältnis.
Heidi Beckenbauer war sowohl beruflich als auch privat die starke Frau an der Seite des Weltfußballers. So war sie unter anderem im Vorstand der Franz Beckenbauer Stiftung. Vor allem für seine Familie entschied der Kaiser sich 2007 dazu, beruflich kürzer zu treten. Damals erklärt er, zukünftig mindestens 3 bis 4 Tage zu Hause sein zu wollen. Ich brauche auch mal meine Auszeit und meine Ruhe. Das kann ich nur daheim finden. Mit meiner Frau und mit den Kindern. Am 7. Januar 2024 verstarb Franz Beckenbauer mit 78 Jahren schließlich im Beisein seiner Liebsten.